Hallo, mit dem neuen Update 8.3 im VSDC-Editor gab es mal wieder ein paar Neuerungen, und zwar unter anderem auch Vorlagen, also Templates. Also es sind ein paar tolle Sachen dabei, die würde ich mal in drei, vier Videos mal nach und nach vorstellen. Anfangen würde ich mit dem YouTube Subscribe-Button oder Emblem mit einer kleinen Animation dazu. Da gibt es insgesamt drei Stück und die braucht man jetzt nicht mal selbst zu erzeugen, sehr aufwendig, sondern kann die sich einfach aus der Vorlage herausziehen. Wir gehen mal oben auf Ansicht, können dann hier mal auf Fenster der Vorlagen öffnen und das öffnet sich dann hier links. Und dann sehen wir auch schon hier die Templates. Da sind jetzt Vorlagen drin. Falls das noch nicht kommt bei euch, am besten hier mal auf den Sync-Button, also auf den Aktualisierungs-Button drücken, dass die ganzen Sachen eben geladen werden. Wir gehen jetzt einfach mal auf YouTube Templates drauf zum Beispiel und können die jetzt zwar anklicken, sehen aber noch nichts. Da könnt ihr euch jetzt direkt reinziehen. Wir können aber auch hier mal auf Vorlagen Vorschau drücken und können diese dann hier alle anschauen, einzeln oder zusammen. Und wenn ihr dann hier drüber geht mit der Maus, könnt ihr euch anschauen, was da dann eben passiert. Die könnt ihr euch dann ganz einfach mit Drag and Drop in eure Timeline ziehen und dann könnt ihr das schon mal so ausprobieren. Und wir sehen tolle Animation, gute Auflösung. Das bewegt sich ein bisschen, sieht modern, auch ein bisschen clean aus, also nicht überladen. Und ja, das könnt ihr dann ganz normal bearbeiten, als wenn ihr das eben selber erstellt habt. Das ist ja jetzt, wie gesagt, sind ja ganz normale Objekte. Die sind in einem Sprite drin. Und öffnet ihr das mal, seht ihr, wie aufwendig eigentlich die ganze Sache ist. Hier habt ihr dann die verschiedenen Effekte. Zoom zum Beispiel, hier habt ihr zum Beispiel den Text. Also ihr könntet das, wenn ihr das wollt, den Text hier einfach bearbeiten. Like, irgendwas hinschreiben. I like oder so und dann habt ihr das ganz einfach übernommen. Ihr könnt natürlich auch den Text anklicken, Editor und dann hier oben die Textfarbe zum Beispiel oder auch einen Hintergrund noch einfügen. Ihr könnt ihr wie gesagt alles machen, was ihr wollt, je nachdem, was ihr eben machen wollt. Und so könnt ihr sämtliche Objekte, die hier drin sind, ganz einfach bearbeiten. Ihr müsst sie eben nur hier suchen und eben mal anklicken, damit ihr seht, was ist jetzt überhaupt was, welcher Text ist jetzt welcher. Ihr könnt jetzt hier zum Beispiel auch den Counter bearbeiten. Da läuft er hier, wenn ihr hier mal schaut, bis 99 und bleibt dann stehen. Das heißt also, wenn wir den mal anklicken und gehen dann ins Eigenschaftenfenster, falls ihr das nicht seht, geht ihr auf Ansicht und Eigenschaftenfenster und könnt dann hier zum Beispiel den Counter bearbeiten. Das müsste auch hier oben stehen, genau Counter. Und könnt dann hier Geschwindigkeit ändern. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte hier nicht bis 99 gehen oder so oder weniger, dann macht er einfach mal 50, also die Hälfte, und dann schaut er einfach mal, was passiert. Und dann geht er bis 49 und dann geht hier der normale Text los und den müsstet ihr dann eben ändern, dass er hier zum Beispiel sagt, ihr macht hier 50 draus. Und schon haben wir aus der 99 dann eine 50 zum Beispiel gemacht. Umgekehrt geht das natürlich auch. Also ihr müsst dann einfach hier die Geschwindigkeit ändern. Rückwärtswiedergabe könnt ihr auch machen. Alles, was ihr eben in den ganz normalen Objekteigenschaften dann eben machen könnt. Hier sind dann die Rotations Effekte drin, wo sich der Daumen hin und her bewegt. Und hier dann die Free Shapes. Das heißt, hier sind dann die ganzen einzelnen Symbole hier drin. Die könnt ihr natürlich auch ganz normal bearbeiten, wie diese Shapes einfach bearbeitet werden. Und ja, also ganz normal, als wenn ihr das eben selbst geschaffen habt. Ihr könnt natürlich auch hier die Farbe des Buttons hier ändern. Wie gesagt, ihr müsst eben immer suchen, wo ist dieser überhaupt. Und hier könntet ihr auch sagen, ihr macht zum Beispiel hier so ein Blau oder so. Und dann habt ihr das eben mal in Blau. Sieht ein bisschen aus wie Facebook oder so. Gut. Ja, und das war es eigentlich schon dazu gewesen. Und wie gesagt, in den nächsten Videos mache ich dann mal mit den anderen neuen Vorlagen weiter. Dankeschön fürs Zuschauen.